Heute nehme ich euch mal ein Stück wieder mit durch die Natur. Und ich habe heute schon ein paar Anläufe versucht, ein Video aufzunehmen. Einmal bin ich sogar vom Baum gefallen. Das ist unglaublich. Keine Ahnung, was heute los ist. Jetzt geht der Wind auch wieder. Ich hoffe, du hörst mich gut. Ja, irgendwie habe ich immer wieder das Gefühl heute, dass Schweigen besser ist als Reden. Ich meine, kennst du das? Es ist so, manchmal ist es zu laut um einen herum. Die Menschen reden viel oder man selber merkt, man hat einfach zu viel geredet irgendwie. Und manchmal gibt es auch einfach nichts zu sagen, sondern einfach nur wahrzunehmen, zu schauen, zu hören, zu fühlen. Ja, die ganzen Sinne mal einzuschalten. Und ja, weniger zu reden, einfach zu schweigen und zuzuhören, was die Natur, aber auch das Leben uns sagen möchte, dass wir das hören, dass wir uns darauf ausrichten, empfänglich zu sein, anstatt immer nur auf Sendung. Ja, ich habe mal eine Geschichte erlebt, die erzähle ich kurz. Da war ich in einer Beratung, zumindest hatte ich mir eine Beratung erhofft und letztendlich war ich über 2 Stunden bei jener Frau damals und am Ende habe ich festgestellt, die hat jetzt so viel geredet, aber mir eigentlich nichts gesagt. Also sie konnte mir wirklich nichts Persönliches irgendwie sagen. Ich habe mich nicht erkannt gefühlt. Und letztlich war es so, dass ich in meinem ganzen Frust in den Wald gegangen bin und einmal in den Wald geschrien habe und dann aber eine ganze Weile da gesessen habe und mir so in den Sinn kam, schweigend spricht der Wald, beziehungsweise die Natur zu dir und sagt doch mehr als einer, der viel redet und am Ende nichts gesagt hat. Und ja, heute ist wieder so ein Tag, wo ich einfach spüre, dass es eine Zeit ist, eine Phase, zumindest bei mir momentan im Leben, und vielleicht kennst du das auch oder vielleicht durchlebst du das auch gerade so, und deshalb hatte ich einfach hier das Bedürfnis, das nochmal zu erzählen, bevor ich mich damit in die Sommerpause entlasse. Ich meine, ich mache ja eh nicht so regelmäßig Videos, aber trotzdem möchte ich euch einen schönen Sommer wünschen. Mal ein bisschen näher, weil der Wind, der geht gerade wieder und ich hoffe, man hört mich gut. Ja. Genau, es gibt einfach solche Phasen im Leben, wo das so ist, wo es darum geht, nicht so viel zu reden, nicht so viel zu tun, nicht so viel zu machen und zu schaffen, sondern gewisserweise auch zu feiern, so wie der Sommer uns zum Feiern einlädt und zum Träumen und Schwelgen und einfach mal still sein, neben diesem Feiern und Freuen und Machen und Tun und auch solche Tage oder Wochen zu erlauben, wo es darum geht, ja, mehr zu schweigen als zu reden und einfach mal alle Sinne zu öffnen
und nur wahrzunehmen, empfänglich zu werden für das, was es will im eigenen Leben. Genau. Ja, und damit, mit diesem Reden ist Silber und Schweigen ist Gold Gefühl, verabschiede ich mich in die Sommerpause und hänge hinten dran noch ein paar Eindrücke von meinem Kurs aus dem Juni, Juli, wie der Wald dein Herz berührt. Und ja, wünsche dir eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns im Herbst wiedersehen. Bis bald. Mal sehen, ob hier ein Buch kommt. Dummstück hier. Gerade direkt auf mich zu. Ich sitze noch im Auto. Ich habe gedacht, ich wage es, jetzt nicht auszusteigen. Es ist herrlich. Ist er nicht wunderschön? Unglaublich. Jetzt aussteige. Dann läuft er weg. Schau, guck schon. Hat mich noch gesehen. Ich freue mich so. Schön. Ein Geschenk. Und da huscht er davon. Blind führen zu lassen, setzt ein gewisses Maß an Vertrauen in andere voraus. Wenn dieses Vertrauen nun aus verschiedenerlei Gründen irgendwie abhanden gekommen ist, dann bietet sich eine wunderbare Gelegenheit, um diese Person sozusagen in eine andere Position zu bringen, nämlich die des Führenden. Und damit in die Position einer vertrauenswürdigen Person. Also eine vertrauenswürdige Person zu sein. So geschehen auch bei meinem Waldseminar. Anstatt denjenigen zu führen, habe ich mich führen lassen. Und ja, das war eine großartige Erfahrung, auch für mich mal wieder mich führen zu lassen und für die andere Person selbst zu führen und ja, eben in diese Erfahrung zu kommen, selbst eine vertrauenswürdige Person zu sein. Genau. Aber schau selbst. Genau, das wurde in den Grund. Das rumläuft drei Grund.
noch Moos. Vielleicht bilde ich mir jetzt nur eine, weil es kluckt. Es hat so gekluckt. Von der Erde. Die Säfte im Baum. Kann ich sagen. Ah, da ist auch nochmal Moos. Dir mal was sagen, dann kannst du nicht mit heimnehmen. Was? Der bleibt da hoch, der Frau. Dann kannst du nicht mit heimnehmen. Okay. Nein, Moment, nicht daran. Nein. Also, was mache ich jetzt? Die Arme rein. Genau. Schauen wir mal in die andere Richtung. So, zerschunden und zerkratzt, durstig und hungrig und verschwitzt bin ich von meinem kleinen Naturtrip zurück, der dann doch etwas größer wurde als geplant. Ja, und ich möchte dir noch einen kleinen Anhang mit hinten dran hängen. Bitte stör dich nicht an den Hintergrundgeräuschen, das ist irgendwo in der Nachbarschaft. Bin zurück in der Zivilisation, da lässt sich das eben nicht immer ausblenden. Ja, und zwar möchte ich dich, bevor ich in die Sommerpause gehe, nochmal aufmerksam machen auf mein Projekt Angel Wings. Darüber habe ich im Januar bereits schon mal gesprochen und auf meiner Webseite findest du dazu alle Informationen auf der Startseite und in einem zugehörigen PDF. Und zwar geht es darum, wie der Titel schon sagt, Angel Wings, Engelsflügel. Für andere zum Engel werden. Und zu diesem Thema, ich erzähle es einfach noch mal kurz, ich versuche mich kurz zu fassen, habe ich mal ein Lied geschrieben, auf Englisch, Angel Wings, und darin geht es eben darum, dass wir Menschen nicht alleine sind, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, alleine zu sein. Es gibt immer einen Engel, der unseres Weges kommt. Und es ist auch so dieser Funken im Herzen, der so überströmen kann, wenn man seine Aufmerksamkeit darauf richtet. Und ja, darum geht es eben in diesem Lied, dass wir nie alleine sind. Und dazu kam mir eben die Inspiration, mal ein Video zu gestalten, welches das zum Ausdruck bringt. Und zwar nicht nur mit meinen Bildern, ich könnte das nämlich auch absolut alleine gestalten, aber ich finde es einfach schöner, wenn andere dabei mitwirken. Und deshalb seid ihr eingeladen,
bis zu 3 Bildern einzusenden. Normalerweise ging das bis 31. Juli, Einsendeschluss. Ich verlängere das jetzt aber nochmal bis zum Mitte September. Das genaue Datum wirst du nachlesen können auf meiner Webseite. Und ja, da geht es eben darum, dass du Bilder einreichen kannst zu diesem Thema Freundschaft. Was drückt Freundschaft aus? Wer oder was ist für dich zum Engel geworden in deinem Leben? Gibt es davon Bilder? Oder wann bist du vielleicht zum Engel geworden? Oder ja, für jemand anderes, ne? Das kann auch ein Brand sein, den Feuerwehrleute löschen und man hat davon irgendwie ein Foto aufgenommen. Vielleicht aus der Ferne in dem Moment, weil es geht ja dann auch immer darum, dass du Dritte ansonsten fragen musst, ob du deren Bild verwenden darfst oder dein Bild mit ihnen darauf, ne? Das weißt du ja. Ja, oder das können ein Engel für jemand anderes, das kann ein Tierheim sein für kranke und verletzte oder ausgesetzte Tiere. Das kann eine Tierschutzstation sein, das kann ein Tier für dich sein, was dir Trost spendet in dunklen Stunden, wo du traurig bist, wo du depressiv bist, wo du frustriert bist, was auch immer, wo du vielleicht keine leichte Phase in deinem Leben durchmachst, etc. So um den Dreh. Und wenn du Bilder hast, die das zum Ausdruck bringen, Freundschaft, Engel sein für andere, es kann eine Umarmung sein, ja, dann lade ich dich ein, reich sie mir ein per E-Mail, da steht alles auch mit drin. Und das ist auch nicht umsonst, also für dich ist das kostenlos, aber du kannst sogar was gewinnen. Es gibt 3 Preise zu gewinnen, sind auch alle da mit verlinkt und ja. Und aus diesen ganzen Bildern, die ich bekomme und die ich selber habe, auch mit einem Teil Videos, die ich selber habe, so kleine Dinger zwischendrin, Bild- und Videomaterial, das stelle ich dann zusammen als ein Video mit dem Hintergrund dieses Liedes Angel Wings und eben mit der Absicht, durch dieses Video und durch den Verkauf von kleinen Angel Wings, die ich mache und die es dann wahrscheinlich ab Oktober rum geben wird, eventuell aber auch erst ab November, ja, von deren Verkauf spende ich dann an eine gute Organisation. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht dazu gekommen, das Richtige rauszusuchen, aber du kannst mir da vertrauen, ich werde eine gute Organisation unterstützen, sei es NABU, sei es ein Herz für Kinder, ja, um einfach was Gutes in die Welt zu bringen. Ich habe Lust dazu und lies es einfach nochmal nach auf meiner Webseite und sei dabei, ich würde mich riesig freuen über das Einreichen deiner Bilder. Und die Verlosung vielleicht noch kurz, die findet dann kurz vor Weihnachten statt, damit das auch noch bei dir rechtzeitig ankommt. Zu Weihnachten, wie ein kleines Geschenk ist das dann. Genau. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine gute Sommerzeit und ja, genieße die Sonne, die Wärme, Freunde, das Licht. Ja, danke, das Gold des Sommers.